Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Memento Mori. Wir stehen hier mit Max im Haus von Laras Tante und ja, unser Bruder André hat uns da auch besucht, beziehungsweise Max Bruder André. Und ja, schauen wir uns das erstmal an. Das ist mein Bruder André. Obwohl er meist ein wenig überfürsorglich ist, da habe ich ihn eigentlich ganz gern. Also äußerlich ist er ja das reine Gegenteil von dir, muss man ja sagen. Kühlschrank. Schau mal an. Vielleicht steht etwas zu essen für mich im Kühlschrank. Nicht gerade besonders viel. Schade. Ach, das ist so deprimierend. Wenn er im Kühlschrank nach was zu essen sucht und sieht, dass nichts da ist. Aber wir wollten ja eigentlich nur eine E-Mail mal eben schreiben. Oh, mein Handy. Unser Handy bestimmt. Und der Max, Brief. Dein Handy schwimmt jetzt irgendwo unter der Eremitage herum, also nimm das hier. Ich habe zwei Nummern drin gespeichert. Meine und die von Ostankovic. Wenn du willst, kannst du selbst ja noch weitere Nummern speichern. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, welche Nummer ich im Moment einspeichern müsste, also lass ich's mal. Setzen wir uns einfach an den Computer von der Omi und hoffen, dass er ein bisschen schnelles Internet hat. Schneller wie ich. So. Boah. Alter, ist das unscharf. Das tut bei mir ganz schön in den Augen weh. Oh Gott. Vous n'avez pas d'article récemment consulté à afficher. Vous n'êtes pas sur des sites que vous recherchez. Oh, mein Französisch ist unheimlich schlecht. Boah, und dann ist das noch... Ich weiß nicht, ob das für euch auch so schlimm ist, aber für mich im Moment ist das einfach so grell und bah, alles tut weh und... Kannst du nicht irgendwie deine E-Mail-Adresse eingeben? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ach, hier habe ich es auch einfach auf Deutsch. Gut. E-Mail lesen. Beendigung der Zusammenarbeit. Sehr geehrter Monsieur Durand, Ihre Abwesenheit bei zwei von insgesamt drei Lesungen, die Sie diese Woche bei uns hätten erhalten sollen, legt nahe, dass Sie das Angebot unserer Universität nicht wirklich ernst nehmen. Daher betrachten wir Sie mit sofortiger Wirkung nicht mehr länger als möglichen Anwärter für die Stelle eines Gastprofessors. Mit besten Grüßen, C.H. Bourteux. Okay. Das ist natürlich ein bisschen scheiße für den guten Max und da bedanken wir uns mal wieder herzlich bei Ostankovic. Können wir dem zurückschreiben? Vielleicht später. Nö, können wir Lara schreiben? Ich schreibe ihr, sobald ich mehr Informationen habe. Okay, dann schreiben wir Melvin. Betreff Spurensuche. Hallo Melvin, erinnerst du dich daran, dass du mir mal sagtest, du schuldest mir noch einen Gefallen? Er kann schneller schreiben wie Lara. Nun, jetzt könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Stell dir einfach mal folgende Situation vor. Jemand stiehlt irgendwo ein sehr wertvolles Gemälde. Sagen wir mal 19. Jahrhundert. Alles natürlich rein hypothetisch. Wo denkst du, würde dieses Kunstwerk auftauchen? Bei wem würde es wohl enden? Danke schon mal im Voraus. Oh, er hat seinen Namen nicht runtergesetzt, aber egal. Die E-Mail war natürlich auch überhaupt nicht verdächtig und ach, ich will mich abmelden. Ich will nicht auf diesen pixeligen Monitor starren. Das hat richtig in den Augen bei mir wehgetan. Ich weiß nicht, warum das gerade so schlimm für mich war. Höchstwahrscheinlich ist es nur für mich so schlimm gewesen, aber mir hat es einfach in den Augen wehgetan. Ein altes Klavier. Von Musik verstehe ich nicht viel. Ich höre gern welche, aber das ist dann auch schon alles. Mehr muss man ja da auch nicht wirklich können. Ins Zimmer der Tante, sagen wir der Roma eben Hallo, bevor wir mit André reden. Ich finde, wir sollten uns mal dafür bedanken, dass wir überhaupt hier sind. Hallo, Tantchen. Guten Morgen. Ich bin Maxime Durand. Lara hat mir gesagt, ich könne eine Weile hier bleiben. Willkommen in unserer bescheidenen Behausung. Sagen Sie, glauben Sie an eine höhere Macht? An das Schicksal? Nein, ich glaube nicht an solche Dinge. Jedenfalls nicht mehr. Oh, was ist passiert? Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Wie Sie wollen. Aber da Sie ja an nichts glauben, haben Sie doch sicher nichts dagegen, wenn ich Ihre Zukunft aus den Karten lese, oder? Eigentlich schon, aber denke mal, Max ist eher ein neugieriger Mensch, deswegen positiv. Ja, warum auch nicht? Ich bin Ihr Gast, also kann ich Ihnen das wohl kaum abschlagen. Sehr gut. Kommen Sie ruhig näher. Sie brauchen keine Angst zu haben.
Na, das sagen sie immer, und dann kommt da die Karte, die heißt, du wirst irgendwie in 3 Minuten sterben oder so. Oh, flinke Finger hat die Frau. Sehen Sie, die großen Arkana. Ihre Vergangenheit, Gegenwart und ihre Zukunft. All das in 22 Karten. Die Weisheit uralter Zeiten. Ich sollte Ihnen wohl besser gleich sagen, dass ich eigentlich nicht an solche Sachen glaube. Ah, Sie sagen zwar, Sie glauben nicht daran. Und doch kann ich Ihre Angst spüren. Sie brauchen sich nicht zu schämen. Nur wenige können einen Blick auf ihr Schicksal werfen, ohne zu zittern. Das ist doch alles nur Unsinn. Ist denn je etwas von dem auch eingetroffen, was Sie vorhergesagt haben? Ich wusste, dass mein Sohn sterben würde. Ich wusste wann. Und ich wusste wie. Es tut mir leid, ich wusste ja nicht. Ich wollte nicht... Das liegt alles in der Vergangenheit. Nun, wie ist es? Ziehen Sie eine Karte? Ich glaube ja auch nicht an diesen Schrott, aber naja. Stimmt, sterbe ich hier, wenn ich die falsche Tarotkarte ziehe. Ich ziehe mal die hier. Der Gehängte, die das war so klar. 12. Planet Neptun. Der hebräische Buchstabe Mem. Der Mann, der mit dem Kopf nach unten hängt, ist Odin. Um Weisheit zu erlangen, hat er sich selbst geopfert und hing 9 Tage lang mit dem Kopf nach unten, schwach und verwundet. Doch dann kam ihm die Erleuchtung. Er verstand die Bedeutung der Runen, nach der er suchte. Und was hat das alles mit mir zu tun? Auch auf sie wartet die Erleuchtung und das Wissen. Aber der Preis ist hoch. Und früher oder später werden sie ihn zahlen. Genau wie Odin werden sie sich einer Prüfung unterziehen müssen. Ziehen Sie noch eine Karte. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, ob das wirklich was bringt, wenn ich mir unterschiedliche Karten aussuche, oder ob das vom Skript her wirklich immer so ist, dass dann auch immer Odin kommt. Das müsste ich ja dann aber nur durch Neuspielen herausfinden. Nehmen wir mal die Karte hier. Karte Nummer 5. Waff. Der Hierophant, der an der Grenze zwischen 2 Welten steht. An der Grenze zwischen dieser und der spirituellen Welt, für die er den Schlüssel besitzt. Er hütet ein Geheimnis. Aber das betrifft nicht Sie, sondern jemanden, dem Sie begegnen werden. Jemand Neues. Jemand, der den Weg kennt. Und jetzt die nächste Karte. Das ist so das, was mich an Wahrsagerei stört, weil es sind alles so verallgemeinerte Antworten. Ja, du wirst irgendwen treffen, der die Antwort kennt. Ja, es kann die Frage auf die Antwort sein, was ich heute Abend zu essen haben will oder so. Also, das kann ja immer in irgendeiner Art und Weise eintreten. Also, aber ich glaube, ich sollte hier nicht so zynisch sein. Und die allerletzte Karte hier. Die Welt. Die letzte Karte. In der Kabbala steht sie für den Buchstaben Taf. Sie symbolisiert eine perfekte Verbindung, aber auch eine Transformation. Das Ende des einen Kreislaufs und den Anfang des nächsten. Das höchste Ziel, den perfekten Kreis. Na, das ist ja ziemlich vieldeutig, oder? Jetzt behaupten Sie nicht, Sie würden es nicht auch merken. Sie befinden sich auf einem Weg, der Ihr ganzes Leben verändern wird. Und überall um sie herum lauern Gefahren. Tödliche Gefahren. Ich brauche keine Karten, um das zu wissen. Das habe ich schon in dem Moment gespürt, als sie hier über die Schwelle traten. Ich sollte jetzt wohl besser gehen. Eine Karte noch. Das halte ich für keine so gute Idee. Noch eine Karte. Deuten Sie mit dem Finger darauf. Ja, kommt jetzt endlich die Karte, sie werden binnen 3 Minuten sterben und das war ziemlich qualvoll, dann wäre das Ganze hier mindestens mal zu Ende. Wollen Sie sie denn nicht umdrehen? Noch nicht einmal, um einen Blick in Ihre Zukunft zu werfen?
Sehen Sie sich die ruhig alleine an. Ich muss jetzt gehen. Um ehrlich zu sein, ich habe auch so schon genug Scherereien. Auch ohne, dass Sie mir noch mehr Angst einjagen. Ich soll die Karte aufdecken? Oh nein, nein. Wer sie aufdecken wird, ist schon längst entschieden. Und das bin sicher nicht ich. Die Karte bleibt einfach so lange da liegen. Na, kann ich sie nicht einfach umdrehen? Echt, dann habe ich den ganzen Hokuspokus hier hinter mir. Laras Tante ist ja eine nette alte Dame. Aber sie sieht einen immer so merkwürdig an. Das ist mir irgendwie unangenehm. Mir ist die gesamte Frau unangenehm. Ich höre ihr einfach nicht mehr zu. Mit ihrem Unsinn jagt sie mir zu all dem anderen Stress auch noch Angst ein. Hm. So, haben wir diesen Humbug hier auch mal hinter uns gelassen? Ich hab da keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. So. André, ich habe Marvin geschrieben und ihn um Hilfe gebeten. Aber Ostankovic wird von meiner Version mit einem Mönch und dem gestohlenen de la Roche nicht gerade sehr erbaut sein. Geh spazieren und sieh dir in der Eremitage alles noch einmal an. Rede mit den Leuten, um dich ein bisschen abzulenken. Und vielleicht entdeckst du ja etwas Neues. Etwas, das sozusagen konventioneller ist und das Ostankovic besser gefällt als Mönche. Das ist eine gute Idee. Hm. Dachte, wir unterhalten uns jetzt ein wenig ausführlicher mit dem guten Herrn André. So. Was, Miliz? Ach, das ist bei Ostankovic da. Ne, zur Eremitage. Ich wüsste nicht, warum ich zum Miliz sollte. Ich war noch nicht in diesem Museum in New York. Seth hatte aber wohl noch keinen Grund, da hineinzugehen. Zwei Männer. Ich störe Sie lieber nicht. Sie sind ganz in Ihr Gespräch vertieft. Tatsächlich. Eine so positive Resonanz hatte ich nicht erwartet. Diese Komposition. Diese raffinierte Zusammenstellung. Ich freue mich schon auf die nächste Ausstellung. Okay. Nichts Wichtiges, worüber sie reden. Die Schautafel kannst du dir mal anschauen. Das Veranstaltungsprogramm der Eremitage. Ich habe dazu schon mehr Feedback bekommen. Ja. Ich habe gerade mit dem Agenten. Das ist ja schön. Draußen gibt es also nichts. Gehen wir in die Eremitage rein. Und ich finde die Untertitel irgendwie komisch gesetzt, aber na gut. Ich mag die Eingangshalle nicht. Also hier dieses Treppendingerns da, ich weiß nicht, das wird zu kühl. Ich mag das nicht. In die Halle. Frage ist, sieht die Eremitage auch in echt so aus? Würde mich interessieren, muss ich mir mal Bilder von anschauen. Aber höchstwahrscheinlich werden sie sich da schon sehr ans Original gehalten haben. Denke ich mir mal. So, hier können wir mit niemandem reden. Da machen wir welche Fotos. Ein paar, mit dem können wir reden. Jetzt habe ich aus Versehen weggeklickt, was Max gesagt hat, weil ich schnell dahin laufen wollte. Das war jetzt unglaublich nervig. Hm, scheinbar nichts Wichtiges. Naja, sind noch ein paar. Hm. Also mit von wegen ja, aber Mülleimer. Mülleimer durchsuchen ist doch immer toll. Die Fotos im Papierkorb werden mir nicht viel nützen. Hm. Echt nicht? Haufen weggeworfener Fotos. Überall dasselbe Motiv aus demselben Winkel. Der Fotograf muss eine Meise haben. Oder er hatte doch einen speziellen Grund, das zu machen. Gehen wir in den Korridor. Weiß jetzt nicht. Die Absperrung ist wieder an ihrem Platz und da steht ein Wachmann. Habe ich gestern vielleicht etwas übersehen? Na, ich hoffe nicht. Mich schreckt das ja hier immer so ein bisschen ab, dass ich hier 7 unterschiedliche Enden erreichen kann und dass nicht alle davon gut sind. Ich habe natürlich immer Angst, mit der kleinsten falschen Entscheidung mir alles zu verbauen. Wütender Besucher und Wachmann. Schauen wir uns erstmal den Wachmann einfach an. Er scheint nicht sehr beschäftigt zu sein. Nein, überhaupt nicht. Nö. Wütender Besucher. Willst du mit ihm reden? Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe zufällig Ihr Gespräch mit angehört. Hat ihn eigentlich... Ja. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir vielleicht etwas über das Gemälde sagen, das gerade restauriert wird? Es scheint Ihr Lieblingsbild zu sein. Also ich verstehe wirklich absolut nicht, wie es beschädigt werden konnte. Überall stehen Wachmänner und trotzdem wird mir jetzt der Zugang zu dem Bild verwehrt, über das ich geschrieben habe. Wirklich Pech, dass Sie davon abgehalten haben, Ihr Lieblingsstück genauer zu studieren. Wer dieses Gemälde beschädigt hat, sollte mit einer Peitsche durch ganz Petersburg geprügelt werden. Da gebe ich Ihnen allerdings recht. Ein Irrer. Wieso hat das Aufsichtspersonal die Beschädigung? Was hat mir das jetzt gebracht? Kann ich nochmal mit dem reden? Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe zufällig Ihr Gespräch mit angehört.
Nehmen wir mal eine negative Reaktion. Nun, um genau zu sein, war es eigentlich unvermeidlich, Ihre Unterhaltung zu überhören. Ihr Verhalten ist wirklich unerhört, mein Herr. Das führt leider zu nichts. Es tut mir leid, dass ich Sie damit belästigt habe. Ich wiederhole. So, und die letzte Reaktion. Ja, wir sind extrem unhöflich. Warum? Und hat Ihnen noch niemand gesagt, dass Sie zu laut sind? Wie würden Sie sich denn an meiner Stelle fühlen? Das würde ich ja mal gerne wissen. Jede Woche komme ich hierher, um dieses Gemälde am Ende des Ganges zu studieren. Jede Woche! Und jetzt zerstört es einfach jemand mutwillig. Solche Dinge passieren leider in überfüllten Museen. In dem Fall sollte man den Besuchern den Zugang zum Museum verbieten. Und wie kommst du dann hier rein, du Trottel? So, reden wir mit dem Wachmann, der hat ja auch gerade nichts zu tun. Ja? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nun ja, nicht wirklich, danke. Ich schaue mich erst einmal um und komme später noch einmal wieder. Soll ich denn jetzt machen? Also, das verstehe ich gerade ehrlich gesagt nicht, was ich hier machen soll. Was ich mal testen könnte, habe ich hier eine Hotspot-Anzeige. Und so Leertaste ist es nicht. Wenn ja, dann müsste ich gucken, wo sie ist. Wütender Besucher, da komme ich halt auch nicht weiter. Ich weiß nicht. Treppe. Ich will Ihr Gespräch nicht unterbrechen. Okay, das hat er vorhin nur gesagt. Mal zurück, vielleicht haben die ja jetzt aufgehört. Wieso will er denn nicht mit dem Wachmann reden, beziehungsweise... Ja? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nun ja, nicht wirklich. Nein, er kann mir nicht behilflich sein. So, da komme ich auch nicht durch. Kann ich nicht drüber klettern, während der irgendwie abgelenkt ist. Na, ich stehe jetzt gerade ein wenig auf dem Schlauch. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist direkt zu Ostankovic zu gehen. Also, Andres Rat hat ja nicht viel gebracht. Und vielleicht kann ich auch an André hierher schleifen. Vielleicht kriegt er ja etwas mehr aus dem Wachpersonal hier raus. Scheint mir ja der geborene Redner zu sein. Also ein bisschen mehr wie unser guter Max hier. Aber schön, dass er so schnell wie auf den Beinen ist. Bisschen unrealistisch meiner Meinung nach, aber egal. So, zu Miliz. So. Polizeiwagen. Das sieht wirklich echt schön aus hier, wenn St. Petersburg so echt aussieht, das ist eine schöne Stadt. Ja, Durand, brauchen Sie irgendetwas? Ja, und zwar deinen unglaublich kurzen und schnellen Achten. Ich hoffe, Sie fühlen sich wieder besser und können sich jetzt auf Ihre Arbeit konzentrieren. Immer Arbeitsmoral zeigen. Nehmen wir mal eine fragende Reaktion. Und ich dachte, das sei jetzt alles vorbei. Habe ich etwas in der Hand, das mir sagt, was in der Eremitage wirklich geschehen ist? Nein, habe ich nicht. Es gibt nur Ihre Hirngespinste über Männer mit Kapuzen. Aber bei einer Sache hatten Sie recht. Ich habe den de la Roche überprüfen lassen und es ist wirklich eine Fälschung. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Gehen Sie in die Galerie zurück. Möglicherweise hatten Sie ja einen Komplizen unter dem Personal. Hören Sie sich um und reden Sie mit den Leuten. Stellen Sie Nachforschungen an. Und kommen Sie mit einer konkreten Spur wieder. Tischen Sie mir bloß nicht noch mehr Gespenstergeschichten auf. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Und jetzt machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Auf mich warten auch noch andere Aufgaben. Also das Entscheidungssystem gefällt mir echt überhaupt nicht hier. Dass ich da echt nur diese Smileys da habe, finde ich sowas von... Ja, billig einfach gemacht. Das, nee. Weil ich weiß einfach überhaupt nicht, was er gerade wirklich machen will. Das kann ich auch meistens gar nicht ableiten. Keine Ahnung, bei Fragen hatte ich eher gedacht, keine Ahnung, dass er vielleicht fragt, ob noch in der Zwischenzeit irgendwas Neues oder so. Nicht irgendwie, keine Ahnung. Dass er sagt, ich hoffe, dass jetzt alles vorbei ist. Das ist ja für mich keine fragende Reaktion. Also das finde ich echt nicht gut gemacht. Da hoffe ich so, dass im zweiten Teil, falls es da wieder Entscheidungen gibt, dass sie das besser gemacht haben. So, kann ich jetzt mit dem Paar reden? Nö, kann ich nicht. Kann ich jetzt hier irgendwas Neues machen, was ich vorher noch nicht konnte? Kann ich jetzt mit dem Wachmann reden? Ja?
Nun ja, nicht wirklich. Wieso hat das Nö. Hm, wütender Besucher. Die werden ja schließlich dafür bezahlt. Entschuldigen Sie bitte. Hat ihn eigentlich viele Menschen im Auge zu behalten? Ja, das hatten wir schon. Also ich verstehe wirklich, wer die... Da gebe ich einen Irrer. Ja, ein Irrer. Toll, was soll ich denn jetzt hier? Ich fürchte, das kann ich leider nicht beantworten. Das ist F1 irgendwas? Nö. Der G, Alt, nö. So eine Hotspot-Anzeige gibt es hier scheinbar bis jetzt noch nicht. Mindestens habe ich sie nicht gesehen. Deswegen, ja, ein Maus abfahren. Bin aber sowieso, ja, so der Freund von übermäßigen Gebrauch von Hotspot-Anzeigen. Wenn man wirklich nicht weiterkommt und manchmal sind das echt so richtig kleine Fitzelchen, die man dann übersieht und ja, dann ist das schon gut, wenn man so eine Anzeige hat, damit man das nochmal überprüfen kann. Aber jetzt nur damit zu spielen, wäre auch viel. Kann ich irgendwie Lara anrufen? Ach ja, du hast ja in der Eremitage keinen Empfang. Hat man im Louvre übrigens auch nicht. Also nur das mal so als totale banale Randnotiz einzufügen. Also ich hatte im Louvre, als ich da war, hatte ich keinen Handyempfang. Scheint irgendwie normal zu sein. Ja mein Gott, was soll ich denn jetzt hier machen? Komm doch nicht hin zum Geheimgang. So, Handy. Lara, kann ich dich mal anrufen? Das kann ich sogar machen. Hallo Max, gerade eben habe ich überlegt, ob ich nicht einen Blick in diese Datenbank werfen könnte. Inoffiziell natürlich. Du brauchst dem nicht weiter nachzugehen, Lara. Ich habe mit jemandem Kontakt aufgenommen, der uns ganz sicher helfen kann. Jetzt muss ich nur noch seine Antwort abwarten. Das ist ja super. Halt mich auf dem Laufenden. Sicher. Dann bis bald. Na, das hat uns jetzt aber auch nicht weitergebracht. Du willst sonst noch irgendwem reden? Stankovic. Wer ist das denn? Legaret. Ich rufe nur in Frankreich. Okay, er ruft nur in Frankreich an, wenn es ihn vermeiden lässt. Stankovic. Ich sollte lieber selbst zum Hauptquartier gehen. Gut. Also, ich frage mich mal irgendwie André, ob der mir noch mal irgendwie helfen kann. Oder ich schau mal eben meine E-Mails, obwohl der würde dann bestimmt auch sagen, wie Lara immer, ich sollte jetzt vielleicht mal die E-Mail checken. Ansonsten glaube ich nicht, dass sie einfach so kommen. Oh, und schon wieder ist das echt so pervers grell hier. So, nö. Nix, das ist nur Beendung. Abmelden einfach. Boah. Ich leide immer unter Augenkrebs, wenn ich da drauf gucken muss. Ich hoffe, wir müssen hier nicht allzu oft E-Mail schreiben. André, kannst du... Hast du etwas Neues herausgefunden? Hier ist ja wirklich unheimlich viel passiert in der Zwischenzeit. Was ist denn los? Bist du sauer? Naja, ich bin nicht gerade sauer, aber begeistert nun auch wieder nicht. Du bist dauernd unterwegs und lässt mich einfach hier. Wie soll ich dir denn da helfen? Ja komm, nimm ihn mit, bitte. Reg dich nicht auf, ich bin ja froh, dass du hier bei mir bist. Wenn ich das nächste Mal an etwas Wichtigem dran bin, nehme ich dich auch ganz bestimmt mit. Will ihn jetzt mitnehmen, der kann mir bestimmt in der Eremitage helfen. Weil ich hab... Sammeln Sie Hinweise, ist auch wieder toll. Hallo Tante. Kann ich jetzt die Tarotkarte umdrehen? Nee, kann ich nicht. Spiegelkommode. Vielleicht habe ich ja hier irgendwas vergessen. Eigentlich eine sehr schöne Spiegelkommode mit Schubladen. Unter dem Rahmen stecken ein paar alte Fotografien. Brauchen wir aber scheinbar auch nicht. Ein Foto. Oh. Jetzt habe ich das schon wieder weggeklickt, weil ich eigentlich nur, dass er da hinläuft. Wollte, dass er da hinläuft. Das ist echt doof. Fernseher. Boah, was guckt die sich denn an? Das ist zwar offensichtlich nicht das neueste Modell, aber es erfüllt immerhin seinen Zweck. Ja, genau. Schaut sich die Frau an. Mag die Oma nicht. Die Tante. Alte. Ja. Ist ja immer irgendwie, das ist... Ich meine, das ist die Oma, ich weiß Gott gar nicht. Ist das immer so schnell? Ist natürlich die Tante und nicht die Oma. Vorhang, kannst du den wegschieben? Tatsächlich. Hm. Ah. So. Ja, puh. Ist aber nicht. Ach doch, Spray. Was für Spray? Eine Dose mit grüner Sprühfarbe.
Die ist ganz schön lange nicht mehr benutzt worden. Der Sprühkopf ist verklebt. Naja, vielleicht taugt sie ja doch noch zu irgendwas. Ja, das werden wir aber, wenn, erst in der nächsten Folge rausfinden. Außer ich finde hier noch irgendwas. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts. Deswegen verlasse ich mal die Ansicht und auch damit diese Folge und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Memento Mori. Bis dahin, macht's gut.